Tag 15. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Pikmin 3 mit der aufgemotzten Drake. So, wir haben schon 6 von 15 Früchten in diesem Gebiet gefunden und werden mal schauen. Kann ich tatsächlich hier schon gucken? Tatsache! Ist mir nie aufgefallen, dass ich hier im Raumschiff schon gucken kann, wo wir lang können. Natürlich könnt ihr das jetzt nicht sehen, aber das ist sehr hilfreich. Auf jeden Fall schicken wir einen Trupp mit 6 Pikmin zu, mit jeweils 6 Pikmin zu den Ultramotiviersträuchern. Und ja, geil. Wir werden noch ein paar Früchte sammeln, wie es aussieht. Und dann das Gebiet freilegen, in dem es wohl zum Boss geht. Und wenn wir das halt an einem Abwasch schaffen, können wir schon am Tag 16 den nächsten Boss kennen. Also ich werde garantiert jetzt heute den Boss freilegen. Aber machen werde ich ihn nicht, denn einen Boss an 2 Tagen zu legen ist relativ dämlich. Deswegen einen Tag zum Freilegen und den nächsten dann zum Plätten. Ihr habt es ja schon bei dem großen Eingrabevieh gesehen, dass das eigentlich relativ easy going ist, so ein Vieh zu plätten. Wenn man, naja, die Pikmin hat und die Strategie kennt. Bung. So, haben alle ihr Blatt? Ich hoffe. Ja, haben alle. Du kannst uns nicht interessieren. Also du interessierst uns relativ wenig. Ich will noch mal was gucken. Denn mir wird hier auf der Karte noch was angezeigt. Und zwar etwas Obst. Ja, da kommen wir hin, oder? Natürlich kommen wir da hin. Aha! Wie viel brauchen wir? Ich sehe es nicht. Tada! So, unten. Zonk. Kann das auch ins Wasser fallen? Ich hoffe nicht. So. Bon. Was mache ich hier für einen Scheiß eigentlich? Die ist direkt an der Basis. Als erstes teilen wir mal eben die Pikmin auf. Beziehungsweise nicht die Pikmin, sondern die Captains. So, schicken wir mal 22 hatte ich. So. Brittany zum ersten Ultramotiviergebiet. Und Charlie zum zweiten. Das war hier. Ups. Ich bin so ein Held. Ich hab mit Charlie noch gar nicht die Pikmin einsortiert gehabt. So, und hier können wir jetzt unser Gedöns halt machen. Zum einen wollen wir ja diese Frucht in den 3 fetten Monstern da holen. Wir können voll in die Offensive gehen, Opfer fordern und total traurig sein, dass sie dann gleich draufgehen. Oder ja, den schlauen Trick machen. Hallo. Michi. So, wir brauchen 10 davon. Vorsichtig. Wie viel brauchen wir? 8. Und ich sehe gerade was. Ach, das funktioniert dabei nicht. Natürlich nicht. Wir haben tatsächlich doch unausgeprägte. Naja, egal. Ah, warte, gelbe Pikmin. Bleibt hier. Was bist du denn? So. So. Die reichen rote tun wir hier mal in. So. Lass mich da lang.
Okay. Dann schieben wir die gelben Pikmin. Oh, das sind nur 10 Stück, verdammt. Auf Zerstörungstour. Ach, Mann. Wir können aber weiter mal eben dem Seerosen-Taxi da folgen und gucken, was wo uns das uns bringt. Jo. Jedenfalls da noch was. Ja, beweg dich. Die Teile sind fies, da müssen wir aufpassen. Ja, auf jeden Fall kriegen wir... Achso, hier kommen wir... Eine Abkürzung vom Seerosen-Taxi, jetzt sind wir schon dahinter. Hallo? Also das Seerosen-Taxi... ist wohl nur One-Way. Zu weit könnte man sich wohl... was? Zu zweit könnte man sich wohl diesen Pilz zunutze machen, um zur anderen Stelle zu gelangen. Doch Louis und mir gelingt es einfach nicht. In dieser Situation hätte man gerne einen verlässlichen Partner. Ach, ich frage mich, wie meine Frau, die ich auf Hockeydate zurückließ, wohl was wohl gerade tut. Hm. Dann sollte ich Brittany wohl eben holen, wa? Guck mal hier. Du auch. So. Damit, na, wir haben einen fetten Zehner, den können wir uns nicht über die Lappen gehen lassen. Uff. Ich wette, den können wir noch nicht holen, bevor die Tür nicht leer ist, deswegen lassen wir ihn erstmal noch liegen. Die Tür ist aus Energie, deswegen kann sie leer gehen, also, ne? Wir haben den Planeten nur zum Großteil erforscht. Ich bin bereits so oft durchs Feuer gegangen, dass ich für diesen Teil meiner Ausrüstung keine Verwendung mehr habe. Da er mir von geringem Nutzen ist, werde ich ihn für zukünftige Besucher dieses Planeten in der Nähe vergraben. Wir kriegen Ausrüstung. Melde, ja, Ankunft. Ja, Charlie, helf mal mit hier. Ah ne, können wir ja gar nicht. Wir haben ja ein Problem mit Strom. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Ah, wobei, ich glaube, ich weiß, was hier ist. Moment. Genau. Oh, das Vieh. Was holen wir denn da für Truppen? So. Ich glaube, mit euch sollte ich das wohl am ehesten hinkriegen. Nein, du? So ein Held, ne? Komm her hier. Oh, bin am Ziel. Alles klar, hier, Stich. Oh Mann. Na! Ah! Stich doch zu, du Hölle! Fidu. Och, komm schon. Nur das vierte Vieh, das ich gerade verloren habe dadurch. Ne. Ach, der prallte ab. Ja, klar, logisch. Können wir irgendwie hochklettern? Nee. Die werden jetzt nur... Ah, verdammt! Weggemampft. Auf den Kopf. Oh, das gibt's nicht. Mann! Scheiß Ding, du! Weg! Komm mal her hier. Stirb! 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 So. Boah. Guck mal hier alle. Tortur.
So, okay. Schafft. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oh. 2. So. Zwölf? Ach, egal. Du kriegst auf jeden Fall noch... den da. Und... durchs Feuer, ne? Dann würde ich mal Steinpigmen werfen. Also die Nachricht ja gerade. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir haben so eine kleine Truppe nur noch. Aber eine kleine... einen kleinen Geheimgang. Die Logik hinter diesen Schuhkartons, die einfach irgendwo rumliegen, will ich mal nicht hinterfragen. Ach, hier sind wir. Alles klar. Wenn wir noch Brittany holen und schauen, wo wir weiterkommen. Komm her. Hier ging's ja hoch. Nein. Die Frage ist nur, wie? Ach, da ist ein Pilz. Ach, du willst mich doch verarschen. Alles klar. Uff. Weiß ich nicht. Ja, nee, ich brauch Steinpigmen. Ah, davon haben wir doch nur 6 Stück. Mist. Ja, da werden wir gleich automatisch rübergepfeffert. Jetzt haben wir zumindest Brittany schon mal an der Front. Ach du Kacke. Alles klar, wir brauchen... Fliege-Pigmen und Stein-Pigmen. Und zwar ein paar mehr. Wir wollen mal ein paar mehr holen hier. Oh Gott, die Zeit. Ich wollte heute das alles freilegen. Na, könnte ja noch klappen, könnte ja noch klappen. Wir brauchen ja nur die Scherben und dann haben wir es hier. Wo müssen wir denn lang? Auf jeden Fall 22 Ultramotivierspray. Schöne Sache. Und der Apfel ist da. Wir brauchen Stein und Flügel. Mehr brauchen wir gar nicht mehr. Dann hauen wir die anderen einfach mal weg. Weil die hauen wir dann schon mal in die Basis wieder rein und holen uns dann erstmal eine ganze Bagage jetzt nur noch. Charlie, pflück mal. So. Und... so. Kommt her. Alle ran hier. Seid ihr da? Ist klar. Mal los. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Keine Angst. Ja, da geht's schon los. Die müssen wir jetzt Brittany schicken. Hm. Ja, ich noch ein Fünfer. Aber der ist ja egal, wenn wir jetzt genug. So. Können wir die, ja, die können wir so rüberwerfen, genau. Dann werfen wir einfach alles hier rüber. Rüber, 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 rüber. Brittany holen. Oh ja, das geht. Den Steinpigmen machen wir jetzt gleich die Spinne da platt.
Machen wir erstmal das hier frei. Ach, das ist nur, eine Frucht. Ich ist nur der Kiwi. Reicht das denn dann an Brückenteilen oder habe ich irgendwo was verpasst? Oh. Na komm. So. Oh, oh Gott, wo willst du denn hin? Okay. Die Spinne lassen wir jetzt mal verrotten. 18 Stück. Oh Gott. Okay. Dann werde ich die jetzt gleich mal vor ihrer Brücke da abfangen. Ah, die kommen schon rüber. Die kommen schon wieder. Oh Gott. Dann ist die Brücke garantiert noch nicht fertig, sonst hätte sie ja einen Ton gegeben. Oh, verdammt. Dann war der Tag wirklich nicht sehr erfolgreich. Noch 10. Das geht. Noch 9 sogar. Da hat sogar noch einer geschafft, in die Basis zu kommen. Aber Ultra Motivierspray haben wir jetzt genug. Das heißt, sie müssen keine Pikmin mehr für das Zeug da ausgeben. Na, ja, das machen jetzt natürlich moosig. Tschüss. Oh. Wir haben ja ganz viel Obst gesammelt, das ist ja okay. Das ist ja mit unser Hauptziel noch. Ah, etwas Neues. Oh, nur neue Sachen, cool. Eine Treibhausfrucht. Und hier die anderthalb. Ich will wieder einen ordentlichen Fruchtsaft haben. Von hier Frucht mindestens eine Kanüle Fruchtsaft. Ah, Glück gehabt. So gelb. Ein Saftkissen. Wird bestimmt 2, wenn es schon Saftkissen heißt. Ja, natürlich. Und gleich kommt noch ein Apfel. Wie heißt der wohl? Insektenbehausung. Ich weiß nicht. Apfel 1, 1,5. Ja, Apfel. Ja, so sieht Apfelsaft aus. Sogar 20 Arten gesammelt. Es ist nun gelungen, eine ganze Menge Früchte zu sammeln. Jetzt dürfen wir nicht mehr nachlassen. Wir brauchen noch mehr, wenn wir allein auf allen auf Koopai helfen wollen. Genau. Uiuiui. Lassen wir es uns mal schmecken. Ja. Ich werde nun in der nächsten Folge schauen. Vielleicht sogar ein bisschen üben. Dass wir es an einem Tag schaffen, den restlichen Zeug freizulegen und den Boss zu schaffen. Denn das wäre ja gelacht, wenn wir dafür wieder einen Tag verschwenden, so wie beim allerersten Boss. Wo wir den Tag vorzeitig beenden mussten, weil wir nichts mehr zu tun hatten. Hm, unsere Vorräte müssten noch ein Weilchen reichen. Ja, Tag 15. Verluste eingestrichen. Ja. Fast 100. Oh! Alter Schwede, wir haben schon über 100 Pikmin draufgehen lassen. Krass. Also mehr oder weniger ich. Ich glaube, viele von euch hätten das jetzt nicht so gemacht. Naja. Brittany schon wieder. Kommt jetzt wieder so ein Allerweltsgedöns? Oh ja, so eine Studie halt. Aber da, gut, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr nicht schon Pikmin 3 verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. In der nächsten Folge werden wir dann den Boss klatschen, hoffentlich. Also, dann würde ich sagen, bis dann.